Schönen guten Morgen, herzlich willkommen zur Pressekonferenz zu den Ereignissen der letzten Tage bei den Demonstrationen mit Innenminister Karl Nehammer, Integrationsministerin Susanne Raab und Landespolizeivizepräsident Franz Aigner. Herr Innenminister, bitte. Meine sehr geehrten Damen und Herren, danke für Ihr Kommen. Was wir in den letzten Tagen auf den Straßen Wiens erlebt haben, werden wir und lassen wir auch für die Zukunft so nicht stehen. Aus meiner Sicht, aber auch aus der Sicht der Integrationsministerin, aus der Sicht der österreichischen Bundesregierung, ist es völlig inakzeptabel, dass auf österreichischem Territorium türkische Konflikte ausgetragen werden. Wir als Polizei und deswegen auch an der Seite der Vizepolizeipräsident von Wien, der den Einsatz geführt hat die letzten Tage, werden alles tun, damit zwei wesentliche Elemente einer freien Demokratie auch in Wien weiter gewährt bleiben. Das eine ist, dass man sich versammeln kann, ohne dass man Angst hat, dass die Versammlung gestört wird. Das Versammlungsrecht ist ein Grund- und Freiheitsrecht. Die Polizei ist die Hüterin der Grund- und Freiheitsrechte. Und wir werden weiterhin alles dafür tun, damit dieses Grund- und Freiheitsrecht auch gelebt werden kann. Das zweite ist, dass wir uns jetzt sehr genau anschauen, wer hinter dieser Eskalation bei diesen letzten Demonstrationen in Wien steckt. Aus diesem Grund habe ich den Bundesverfassungsschutz, den Landesverfassungsschutz angewiesen, die Ermittlungen intensiv zu führen, wer die Hintermänner sind, die Gewalt eskaliert haben, die ausgespäht haben, die genau geschaut haben, wo sind die Polizeikräfte, wo können wir wieder Demonstrantinnen und Demonstranten angreifen. Aktion und Gegenreaktion, immer mit Gewalt, dann von beiden Seiten und in jedem Fall völlig inakzeptabel. In den letzten Tagen wurden 7 Polizistinnen und Polizisten bei ihrem Einsatz verletzt. Darüber hinaus ein Diensthund. Man sieht die Massivität der Konflikte vor Ort. Wenn normalerweise die Polizei, und überlegt das sehr gut und taktisch, und der Vizepräsident kann da noch mehr Informationen dazu liefern, auch Hundestaffeln einsetzt, dann wirken Hundestaffeln immer deeskalierend. Man sieht die Gewaltbereitschaft von manchen der Demonstranten, wenn nicht nur Polizisten, sondern auch dann die Hunde angegriffen werden. Dass der Rechtsstaat dabei nicht einfach zusieht, wurde sichergestellt. Es gab 11 Festnahmen, 57 Anzeigen und 220 Identitätsfeststellungen. Und diese Zahl, meine sehr geehrten Damen und Herren, diese 220 ist eine sehr wesentliche. Wir haben umfangreiches Bildmaterial, das gerade jetzt ausgewertet wird. Und jede Straftat, die im Bildmaterial dokumentiert worden ist, wird konsequent verfolgt. Und wenn eine Zuordnbarkeit festgestellt wird zwischen Bildmaterial und Identitätsfeststellung von den dort gewaltbereiten Demonstrantinnen und Demonstranten, werden auch diese nach dem Rechtsstaat konsequent verfolgt. Freiheit und Demokratie lassen wir uns in Österreich mit Sicherheit nicht gefährden. Der Verfassungsschutz ermittelt jetzt schon intensiv. Es gab am Freitag schon ein erstes Zusammentreffen zwischen dem Landesverfassungsschutz in Wien und den Vorsitzenden der türkischen Vereine. Ich ersuche sowohl die Vereine der Kurden als auch der Türken, intensive Kooperationsbereitschaft zu zeigen. Auch das Vereinsrecht ist ein wesentliches Grund- und Freiheitsrecht in unserer Zweiten Republik. Aber auch wir können nicht einfach zuschauen, wenn dieses wesentliche Grund- und Freiheitsrecht unter Umständen missbraucht wird und sozusagen genutzt wird, um Gewalttaten gegen andere Personengruppen oder auch Gewalt gegen die Zweite Republik auszuüben. Das heißt, auch hier wird massiv derzeit ermittelt und darauf eingewirkt, dass sich diese Vorfälle der letzten Woche in diesem Ausmaß nicht wiederholen können. Wir werden mit der Polizei stärker präsent sein im 10. Bezirk. Wir werden hier auch durch polizeitaktische Maßnahmen versuchen, in der Lage zu sein, rasch zu reagieren, sollten wieder Gewalttäter den Konflikt suchen und sollten auch hier wieder Konflikte auf österreichischem Territorium stattfinden. Der türkische Botschafter wird zum Außenminister zitiert, um es auch hier eine Aussprache geben soll, auch hier von Seiten der Türkei eingewirkt wird auf die türkischen Vereine, dass es maximale Kooperationsbereitschaft gibt, denn nur gemeinsam, das ist ein gesellschaftliches Phänomen, deswegen ist die Integrationsministerin auch an meiner Seite heute,
können wir dafür in Zukunft Sorge tragen, dass diese Gewalteskalation nicht mehr stattfindet. Die Polizei kommt immer nur dann zum Einsatz, wenn der Konflikt schon eskaliert. Wir brauchen daher die Integration massiv an unserer Seite, damit es erst gar nicht zu diesen Konflikten kommt. Aus diesem Grund wird es einen runden Tisch geben, eingeladen durch das Innenministerium, gemeinsam mit der Integrationsministerin, gemeinsam mit dem Verfassungsschutz, dem Generaldirektor für öffentliche Sicherheit, mit dem österreichischen Integrationsfonds, um hier jetzt zeitnah die weiteren Maßnahmen zu besprechen, damit wir diese Bilder der letzten Woche in Zukunft vermeiden können und dagegen ankämpfen können. Was wir nicht können, ist, dafür Sorge zu tragen, jederzeit, 24 Stunden, dass es nicht irgendwo Gewaltaktionen geben kann oder wird. Das, wofür wir Sorge tragen, ist, wenn sie stattfinden, durch rasches und konsequentes Handeln der Wiener Polizei, der Polizei allgemein, des Verfassungsschutzes, dass wir den Gewalttätern habhaft werden können und dass wir im Vorfeld dafür sorgen können, dass es erst gar nicht dazu kommt. Darüber berichten, dass nach derzeitigem Ermittlungsstand wir davon ausgehen, dass die Initialzündung am Mittwochabend die Ursache für diese Unruhen war. Wir haben festgestellt, dass im Bereich des Ernst-Kirchweger-Hauses ein relativ hoher Mobilisierungsgrad an Menschen besteht, die durchaus imstande sind, innerhalb von wenigen Stunden bis zu 500 Menschen zu organisieren, die dann entsprechend gegen die Polizei auch aggressiv vorgehen können. Es gab eine, unter Anführungszeichen, Massenschlägerei, so gegen 20 Uhr. Da waren 14 Personen beteiligt und ein Teil davon hat sich dann in dieses Haus begeben. Beim Eintreffen der Polizei waren dann schon 50 Personen vor Ort und diese Menge wurde immer größer, sodass die Polizei aufgrund dieser Ad-hoc-Amtshandlung auch gar nicht imstande war, so rasch darauf zu reagieren. Und wenn dann 500 Personen dann gegen eine relativ geringe Anzahl von Polizisten vorgehen, dann können Sie sich vorstellen, dass wir hier natürlich nicht unbedingt im Vorteil waren. Es hat sich dann in den nächsten Tagen gezeigt, dass dann auch am Donnerstag und am Freitag ein relativ hoher Mobilisierungsgrad da ist, sodass man viele Jugendliche, die innerhalb von kürzester Zeit dann 20, 30, 40 Kleingruppen irgendwo in diversen Kreuzungsplateaus dann plötzlich gegen die Polizei mobil machen können und gegen die Polizei vorgehen, immer wieder uns beschäftigt haben. Und unsere Aufgabe, die eigentlich darin bestand, die Versammlung, die angezeigte, zu schützen, dadurch sehr, sehr schwierig wurde. Es wurden massiv mit Gewalt Angriffe gegen Polizisten gesetzt, auch gegen Versammlungsteilnehmer. Es gab Flaschenwürfe, Pyrotechnik wurde massiv eingesetzt, auch mit Eisenstangen wurde vorgegangen. Der Herr Minister hat das ja schon ausgeführt. Und es war nur der Großmacht der Polizei zu verdanken, dass es dann später am Freitag und insbesondere dann am Samstag nicht mehr zu diesen exzessiven Gewaltanwendungen gegen Polizistinnen und Polizisten kam. Für uns als Polizei, wie gesagt, das überraschende Moment, dass man innerhalb kürzester Zeit imstande ist, doch so eine hohe Anzahl von gewaltgeneigten jungen Menschen auf die Straße zu bringen, die dann auch wild entschlossen sind, gegen die Polizei vorzugehen. Wir haben aufgrund umfangreichen Videomaterials jetzt die Möglichkeit, die Täter auszuforschen. Wir werden das auch tun. Es wird auch unser Landesamt für Verfassungsschutz ganz genau hinsehen. Wir haben natürlich Informationen und wir werden entsprechende Ermittlungsmaßnahmen setzen. Und ich kann Ihnen versichern, wir werden ganz konsequent danach trachten, dass in Zukunft solche Ausschreitungen hintan gehalten werden können. Steht dann natürlich jederzeit für Fragen im Detail zur Verfügung. Danke. Herr Bundesminister möchte noch was anfügen.
Was mir wichtig ist in diesem Zusammenhang, es gab ja mehrere Hundertschaften an Polizistinnen und Polizisten im Einsatz, gerade Freitag und Samstag auch, um eine erhöhte Polizeipräsenz zu haben, damit den Gewalttäterinnen und Gewalttätern von vornherein klar ist, dass die Polizei hier massiv einschreiten wird, sollte es wieder zu einem exzessiven Handeln kommen. Ein großes Danke gilt daher in vorderster Front, muss man wirklich leider in diesem Zusammenhang sagen, der Wiener Polizei. Sie haben Großartiges geleistet, die Polizistinnen und Polizisten, mit der Unterstützung auch der Polizistinnen und Polizisten aus den Bundesländern, die hier gemeinsam gewirkt haben, um hier eben diese massive Präsenz auch tatsächlich möglich zu machen. Zum anderen findet ja der Nationale Sicherheitsrat diese Woche statt und auch diesem werde ich berichten und auch das weitere Vorgehen von Seiten des Innenministeriums auch da darstellen. Danke. Frau Integrationsministerin. Sehr geehrte Damen und Herren, als ich die Bilder aus Favoriten gesehen habe, war ich extrem schockiert. Und uns haben auch die letzten Tage viele Menschen geschrieben, sich bei uns gemeldet, die einfach nicht verstehen, wie so etwas auf unseren Straßen mitten in unserer Hauptstadt passieren kann. Mein Dank gilt erstens einmal den Polizistinnen und Polizisten, die hier wirklich vorbildhaft agiert haben und somit auch Schlimmeres verhindern konnten, dass noch mehr Menschen verletzt wurden und dass es auch zu noch mehr Sachbeschädigungen kam. Und explizit möchte ich Dank sagen auch an Innenminister Karl Nehammer, dass er sofort reagiert hat, dass er ein Großaufgebot an Polizistinnen und Polizisten geschickt hat und somit die Gefahrensituation auch einschränken konnte. Das sind nun dreimal hintereinander gewalttätige Konflikte aus dem Ausland nach Österreich getragen wurden, ist absolut inakzeptabel und nicht zu tolerieren. Vorfälle, wie wir in Favoriten erlebt haben, wie wir sie auch aus anderen europäischen Städten, wie beispielsweise aus den französischen Banlieues kennen, die dürfen in Österreich keinen Einzug halten. Wir wollen und dulden nicht, dass türkische Konflikte auf österreichischem Grund und Boden ausgetragen werden. Österreich ist kein Austragungsort für türkische Konflikte. Es gibt keine Rechtfertigung für solche Eskalationen, wenn es zu gewalttätigen Ausschreitungen von Gruppen mit Migrationshintergrund mitten in Wien kommt, dann ist es vorbei mit der Toleranz. Und dementsprechend ist auch richtig, dass es zu stärkeren polizeilichen Kontrollen und auch zur polizeilichen Verfolgung der Hintermänner hinter diesen Ausschreitungen kommt und dass auch der türkische Botschafter zu einem Gespräch ins Außenministerium geladen wird. Ich kann nur betonen, was ich schon letzte Woche gesagt habe. Ich wünsche mir auch eine klare Verurteilung durch den türkischen Botschafter und auch eine klare Verurteilung der Türkei und eine Zusammenarbeit auch in der Kalmierung der Situation. Aus Integrationssicht kann ich nur sagen, wenn hunderte Menschen mit türkischen Fahnen, türkischen Parolen und dem Wolfsgruß durch Wien marschieren, dann wird abermals sichtbar, wie stark Parallelgesellschaften in Wien ausgeprägt sind und auch welche Gefahren von ihnen ausgehen. Das sehen wir nicht nur in Wien, europaweit gibt es dramatische Beispiele von Parallelgesellschaften wie in Malmö, in Molenbeek oder auch eben in den französischen Banlieues. Die gewaltsamen Ausbrüche, die wir am Wochenende erlebt haben, sind dabei nur die Spitze des Eisbergs. Die Spitze eines Eisbergs, wo darunter liegend extremistische Ideologien von Parallelgesellschaften und von Vereinen, von extremistischen Strukturen verbreitet werden, was nicht nur der Integration schadet, und deshalb stehe ich auch hier als Integrationsministerin, sondern was eben, und das sieht man an den letzten Tagen sehr wohl, den Nährboden bildet für Gewalteskalationen. Und eines ist mir wichtig zu sagen, es geht mir hier nicht um Pauschalverurteilungen von Menschen mit Migrationshintergrund hier in Österreich. Die Mehrheit der Menschen, die zugewandert sind, die schon in zweiter, dritter Generation hier in Österreich sind, leben friedlich und im Einklang mit unseren Rechten und Werten in Österreich. Aber wir beobachten auch hier, dass es zu einer Abschottung einzelner Migrantengruppen kommt, wenn beispielsweise primär die Medien aus dem Herkunftsland konsumiert werden, die Sprache nicht erlernt wird, es zu fehlenden Kontakt mit der Mehrheitsgesellschaft kommt. Und es geht auch um ein Element der emotionalen Zugehörigkeit, der Verbundenheit zum neuen Heimatstaat Österreich. Unsere Zahlen sagen uns, dass beispielsweise nach wie vor 45% der Menschen mit türkischem Migrationshintergrund sich mehr zur Türkei zugehörig fühlen als zu Österreich. Und das sprechen wir von Jugendlichen, von Menschen, die teilweise schon in zweiter, auch dritter Generation hier in Österreich sind. Ein Grund dafür ist sicherlich auch zum Teil der Versuch
von Kräften aus dem Ausland auf Migrantengruppen hier in Österreich Einfluss zu nehmen. Sicherlich auch eine Vielzahl türkischer Vereine in Österreich, deren Ziel es ist, Jugendlichen eben auch der zweiten, dritten Generation anzusprechen und die Verbundenheit zum türkischen Staat aufrechtzuerhalten und zu stärken. Erst vor wenigen Wochen kam es im Rahmen einer Veranstaltung eines türkischen Vereins ja auch zu sehr spaltenden, desintegrativen und auch schädlichen Aussagen von türkischen Repräsentanten. Ich habe dann das Kultusamt auch beauftragt, hier die Faktenlage zu untersuchen. Der Bericht ist nun in den Endzügen und wird bald vorliegen. Und in einigen Communities sehen wir eben sehr patriarchale Strukturen. Wir sehen, dass es hier zu einer Ablehnung unserer freiheitlichen, demokratischen Strukturen, unseres Rechtsstaats, unserer verfassungsmäßig verankerten Werte kommt. Und ich glaube, das müssen wir auch beim Namen nennen. Wenn Jugendlichen der zweiten und dritten Generation in Wien auf die Straße gehen und dort gewalttätige Konflikte aus der Türkei nach Österreich tragen, dann müssen wir die Probleme beim Namen nennen. Wir dürfen nicht wegsehen. Das ist einmal die Basis, dass wir ihnen auch mit Bestimmtheit entgegentreten können. Weil mein Verständnis von Integration ist, wer in unserem Land lebt, der muss unsere Gesetze akzeptieren, unsere Werte, unseren Rechtsstaat und unsere Demokratie hochhalten. Ich verspreche Ihnen daher, wir werden die extremistischen Ideologien und die Parallelgesellschaften, die hinter solchen Gewalteskalationen stehen, weiterhin auf allen Ebenen bekämpfen. Jeder in seinem Bereich. Es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, das zu tun. In meinem Bereich haben mich die Vorfälle dahingehend bestärkt, dass wir so rasch als möglich nun die Dokumentationsstelle für den politischen Islam auf den Weg bringen. Diese Dokumentationsstelle für den politischen Islam wird schon im Sommer ihre Arbeit aufnehmen. Sie soll als unabhängige, aber staatlich legitimierte Stelle eingerichtet werden, also rechtlich gesehen ein Fonds der Republik nach dem Bundesstiftungs- und Fondsgesetz. Sie wird personell geleitet werden von einer Direktorin, einem Direktor und auch ein wissenschaftlicher Beirat, der hier zur Verfügung steht, wo wir Expertinnen national und international auch für diese Dokumentationsstelle gewinnen werden. Das Ziel der Dokumentationsstelle für den politischen Islam ist es, auf wissenschaftlicher Grundlage die Netzwerke und Vereine zu durchleuchten, die der Nährboden sind für die extremistische Ideologie des politischen Islams. Die Dokumentationsstelle wird diese Vereine und die Strukturen, einfach die dahinterliegenden Akteure, ausforschen und analysieren. Sie wird Internetaktivitäten, soziale Medien beobachten und sie wird die Öffentlichkeit regelmäßig in Form von Studien, Berichten oder auch Veranstaltungen über ihre Erkenntnisse auf dem Laufenden halten. Einmal pro Jahr wird auch ein großer Jahresbericht zur Entwicklung von sogenannten problematischen, segregierten Milieus, das ist der Fachterminus, also zur Entwicklung von Parallelgesellschaften, veröffentlicht werden. Ich werde nun in den nächsten Tagen auch eine Videokonferenz mit österreichischen und internationalen Expertinnen und Experten auf diesem Bereich des politischen Islams und auch der Extremismusforschung einberufen, wo wir die letzten Züge dieser Dokumentationsstelle auch mit den Expertinnen und Experten besprechen werden. Und im Sommer wird die Dokumentationsstelle ihre Arbeit aufnehmen. Vielen Dank. Ich darf Sie nun um Ihre Fragen bitten. Susi Buller, bitte. Appa. Moment kurz. Sind für die nächsten Tage weitere Demonstrationen angekündigt? Rechnet man mit spontanen Kundgebungen? Also auf der einen Seite, durch dieses Maßnahmenpaket, das wir jetzt geschlossen haben, versuchen wir jetzt die Vorfeldaufklärung noch zu intensivieren. Derzeit gibt es keine Anzeichen, aber schon mit den bisher stattgefundenen Kundgebungen, beginnend mit Mittwoch, waren das Spontanaktionen. Und es gibt dann eine ganz rasche Eskalation, so wie wir es vorher vom Vizepräsidenten der Polizei beschrieben bekommen haben, der Gewalt. Das heißt, wir müssen hier durch ein sehr flexibles, taktisches Polizeieinsatzverfahren dann rasch zu diesen Brennpunkten hinkommen, den Konflikt sofort deeskalieren und die Gewalttäter ausforschen. Das wird jetzt hier eine Frage sein, auch der Polizeitaktik, um möglichst rasch immer dann auf die jeweiligen Brennpunkte zu reagieren.
Weil Sie ja gesagt haben, es gab ja nicht nur Angriffe auf die Kundgebungsteilnehmer, sondern gezielt auf die Polizei. Mhm. Gab es jetzt irgendwelche Vorfälle auch abseits, weil gestern war ja keine Kundgebung angemeldet, aber die Polizei in Favoriten sehr stark präsent. Gab es da irgendwelche Angriffe auf die Polizei, auch abseits von Kundgebungen sozusagen? Also zum einen, das kann dann der Vizepräsident genau beantworten, aber was wichtig ist, ist, das Problem an der Eskalation der Gewalt ist auch, dass dann beide Seiten die Gewalt eskalieren. Und es gab von beiden Seiten dann Angriffe auch gegen Polizistinnen und Polizisten. Das, was vorher beschrieben worden ist, das Steine werfen, das Pyrotechnik werfen auf Polizistinnen und Polizisten im Einsatz, auch mit Flaschen etc., gab es dann plötzlich aus allen Richtungen für die Polizeibeamtinnen und Beamten. Und auch hier nochmals ein großes Danke, Herr Vizepräsident, für die umsichtige Einsatzführung, denn Sie haben gesehen, die Polizei hat ganz klar die 3D-Strategie eingesetzt, das heißt Dialog, Deeskalation und wenn es nichts mehr nutzt, dann auch das Durchgreifen, das notwendig ist, um dem Rechtsstaat auch tatsächlich dann zum Durchgriff zu verhelfen. Herr Vizepräsident, bitte. Es liegen uns derzeit keine Versammlungsanzeigen vor, wir gehen aber trotzdem davon aus, dass natürlich dann sogenannte Spontankundgebungen oder auch einfach Zusammenrottungen stattfinden werden. Ich versuche bewusst das Wort Spontanversammlung und Eilversammlung zu vermeiden, weil ich unterscheide zwischen dem Recht auf Versammlungsfreiheit, wo es eben diese Begriffe gibt und das eine mit dem anderen meines Erachtens nichts zu tun hat. Die einen wollen ihr Grundrecht ausüben und die anderen wollen einfach nur randalieren und nützen dann die Gelegenheit, um bei friedlichen Veranstaltungen diese teils zu unterwandern oder eben von außen zu stören, eben um hier einfach ihre Aggression ausleben zu können. Das dürfte auch zum Teil einer gewissen subkulturellen Jugendkultur geschuldet sein, kommt zumindest uns so vor, weil ein relativ hohes Ausmaß an sehr jungen Menschen an diesen Gewalttaten beteiligt waren. ORF, bitte. Andrea Candiola vom ORF. Im aktuellen Verfassungsbericht stehen die Grauen Wölfe nur einmal erwähnt, und zwar im Zusammenhang als Opfer der kurdischen Arbeiterpartei PKK. Hat man diese Gruppierung vielleicht unterschätzt? Das ist meine Frage an den Herrn Innenminister. Und meine Frage an die Frau Integrationsministerin ist, es haben sich ja auch viele Jugendliche da versammelt, die einfach quasi den Konflikt gesucht haben, den Krawall gesucht haben. Es könnte auch sein, dass die vielleicht Diskriminierungserfahrungen gemacht haben, Perspektivenlosigkeit. Wurde da vielleicht schon etwas verabsäumt, die besser zu integrieren im Vorfeld? Der Verfassungsschutz beobachtet die Szene sehr genau. Der Verfassungsschutzbericht 2019 wird im Herbst vorgelegt. Das ist dem geschuldet, dass jetzt auch gerade die Umbauarbeiten im Verfassungsschutz stattfinden. Sie wissen, wir bauen ja den Verfassungsschutz neu. Das heißt, Nachrichtendienst wird vom staatspolizeilichen Aufklärungsarbeit getrennt und trotzdem in einer gleichen Organisationeinheit eine neue Qualität, sage ich jetzt einmal, auch der Gefahrenaufklärung bringen. Auf der anderen Seite hat die Eskalation der Gewalt gezeigt, dass der Wolfsgruß, den man zum Beispiel gesehen hat, dann von Gewaltbereiten eingesetzt wird, um die Gegenseite auch zu provozieren. Das heißt, man muss da immer auseinanderhalten, sind dann tatsächlich die Organisation der Grauen Wölfe dahinter oder ist es ein Provokationsmittel, um sofort eine Eskalation auszulösen. Das haben Sie immer wieder gesehen, auch beim Demonstrationsverlauf. Eins ist klar, wir haben ja auch dank des Symbolegesetzes jetzt auch hier eine Handhabe gegen diejenigen, die dieses Provokationsmittel, sage ich ganz bewusst, gegen eine ethnische Gruppe dann einsetzen. Wir haben auch da umfangreiches Bildmaterial gesammelt, wie gesagt 220 Identitätsfeststellungen und alle, die glauben, den Rechtsstaat in Österreich brechen zu können, werden erfahren, dass das nicht konsequenzlos bleibt. Zu Ihrer Frage zur Integration, es handelt sich hier um viele Jugendliche mit Migrationshintergrund, die ja auch schon in Österreich geboren wurden, also der zweiten, dritten Generation. Und ja, aus meiner Sicht sieht man hier, dass es hier in den letzten Jahrzehnten auch viele Versäumnisse in der Integration gegeben hat. Unser Integrationsverständnis hat sich und muss sich auch ändern. Integration passiert nicht einfach automatisch. Man hat jahrzehntelang geglaubt, Integration funktioniert einfach, wenn man tolerant genug ist, dass Toleranz ein Allheilmittel für gelungene Integration ist. Mittlerweile wissen wir, so ist das nicht. Integration ist harte Arbeit von beiden Seiten, von den Zugewanderten und auch von der Mehrheitsgesellschaft.
Und es braucht einen verbindlichen Zugang der Integration. Wir brauchen einen Integrationszugang, der fördert, ja, mit Kursen, mit Deutschkursen, mit Wertekursen, mit auch Bildungsmaßnahmen, aber der eben auch einfordert, der auch das Eigenengagement und die Eigeninitiative des Zuwanderers einfordert. Und was kann man nun tun? Also zum einen, glaube ich, ist es wichtig, das hier auch als Integrationsproblem zu adressieren und auch sich auch über die emotionale Zugehörigkeit der Menschen, die auf die Straße gegangen sind, Gedanken zu machen. Da ist es wichtig, dass wir den Einfluss aus dem Ausland kappen, dass wir erkennen, dass es hier Vereine gibt, die auch aus dem Ausland gesteuert werden, die hier in Österreich zahlreiche Jugendliche mit Migrationshintergrund erreichen und versuchen, die Verbindung auch in dem Fall in die Türkei aufrechtzuerhalten und zu stärken. Das ist uns wichtig. Und zum Zweiten werden wir einfach, ist mein Zugang, dass wir unser neues Integrationsverständnis nach dem Zugang fördern und fordern, eben auch der zugewanderten Generation, die jetzt nach Österreich kommt, vermitteln. Dass es wichtig ist, dass man Deutsch kann, dass es wichtig ist, dass man auch eine Arbeit findet und dass es wichtig ist, dass man auch unsere Werte, unseren Rechtsstaat, unsere Demokratie hochhält. Das ist mein Integrationsverständnis. Kleine Zeitung, bitte. Thomas Götz, Kleine Zeitung. Ich wollte Sie nur fragen, heute kommt der türkische Botschafter zum Außenminister und ich kann mir ungefähr vorstellen, was er sagen wird. Die westlichen Demokratien schützen eine Terrororganisation wie die PKK und regen sich immer auf, wenn türkische Staatsbürger nicht kurdischer Herkunft dann demonstrieren. Was würden Sie ihm denn antworten, wenn er auf diese Unterscheidung hinweist und darauf, dass natürlich unter den kurdischen Demonstranten auch Anhänger der PKK waren? Wie gehen Sie damit um? Na, zum einen ganz klar, und das wird auch der Außenminister genau so auch deponieren, es gibt überhaupt keinen Grund, türkische Konflikte auf österreichischem Boden in der Zweiten Republik auszutragen. Und selbst wenn Versammlungen stattfinden, egal von welcher ethnischen Seite auch immer, dann haben diese Versammlungen gemäß dem Gesetz in einer angemessenen Art und Weise durchgeführt zu werden, ohne die öffentliche Sicherheit zu gefährden, ohne Menschen zu gefährden. Und es muss auch dieses freie Recht erhalten bleiben. Also das ist die eine Botschaft. Die zweite Frage, die Sie gestellt haben, ist, was sagen Sie dazu betreffend der PKK? Die PKK ist in Österreich verboten. So wie wir gegen den Wolfsgruß vorgehen, so gehen wir gegen Symbole der PKK vor. Das ist überhaupt keine Frage. Der Verfassungsschutz ist hier extrem gefordert, weil das oft gar nicht so einfach ist, dann in der tatsächlichen Darstellung der jeweiligen Symbole auch die verbotenen Symbole, sage ich jetzt ganz bewusst, zu identifizieren und damit sozusagen derer habhaft zu werden, die diese auch in der Öffentlichkeit zeigen. Wir gehen da mit demselben Maß vor im Kampf gegen die grauen Wölfe wie gegen die Anhänger oder Sympathisanten der PKK. Aber eines muss trotzdem immer gewährt bleiben. In der Verfassung ist ganz klar geregelt, und das ist ein gemeinschaftlicher, gesellschaftlicher Konsens in Österreich, das Gewaltmonopol wurde den Sicherheitskräften übertragen. Das liegt bei der Polizei, gemäß dem Rechtsstaat. Wir dürfen nur handeln, wenn es das Gesetz oder eine Verordnung hergibt, als Polizistinnen und Polizisten. Es hat niemand das Recht, niemand in Österreich, dieses Recht selbst an sich zu ziehen und glauben, da in Selbstjustiz vorgehen zu können. Das muss ganz klar sein. So wie die Integrationsministerin schon festgestellt hat, Menschen, und das gilt für alle Menschen, die in Österreich leben, haben für sich selbst ja den Anspruch, in einer Wertegesellschaft auch zu leben, sich an den Rechtsstaat zu halten und eben dann die Institutionen zu nutzen, wenn man der Meinung ist, in seinen Rechten verletzt zu sein. Wir leben da in einem hochentwickelten Land, also in Europa. Und wie gesagt, ich bin auch persönlich immer sehr dankbar, weil Österreich da eine hohe Qualität hat der Rechtsstaatlichkeit und der demokratischen Kultur. Und das muss ganz klar kommuniziert werden. Und deswegen ja auch der intensive Kontakt jetzt von Seiten des Verfassungsschutzes zu den jeweiligen Vereinen. Es ist ja nicht ein Gegeneinander, damit Gesellschaft stabil bleibt. Nochmals, die Polizei kommt immer erst zum Schluss,
sozusagen in die Öffentlichkeit, wenn eine Situation bereits eskaliert. Das, was die Integrationsministerin angesprochen hat, ist im Vorfeld so wichtig, dass man tatsächlich Integration leben kann, dass man eine Gesellschaft bildet, die einen Grundkonsens hat, worauf man sich verständigt in einer Gesellschaft. Und ja, Polizei muss dann da sein und schnell einschreiten, wenn es Menschen gibt, die diese Rechtsstaatlichkeit, die Grundordnung einer Gesellschaft nicht respektieren und sogar andere Menschen bedrohen oder bereit sind, sie sogar zu verletzen. ATV, also bitte. Und was wir dem türkischen Botschafter auch vermitteln werden, ist, dass wir jeglichen Einfluss aus der Türkei hier in Österreich ablehnen. Türkischen Einfluss auf unsere Vereine, auf unsere Bildungseinrichtungen, auf religiöse Stätten, all das lehnen wir ab. Es ist uns wichtig, ganz klar zu kommunizieren, dass Österreich kein Austragungsort von türkischer Politik ist. ATV als nächstes, bitte. Vielen Dank. Zwei Fragen. Es wurde angesprochen, dass in relativ kurzer Zeit sehr viele Menschen mobilisiert werden konnten, die dann zu diesen Demos gekommen sind. Lässt sich quantifizieren, wie groß da die Gruppen sind, auf die man sich aus polizeilicher Sicht da einstellen muss, wenn es wieder zu Demonstrationen kommt? Und zweite Frage zur Dokumentationsstelle. Kann man schon sagen, wie da die finanzielle und die personelle Ausstattung sein wird? Vielen Dank. Also da kann ich mal beginnen und Herr Vizepräsident, du setzt dann bitte fort. Wenn Sie sich noch erinnern können, vor einigen Jahren gab es eine ganz spontane Großkundgebung, organisiert durch die türkischen Vereine für Präsident Erdogan in der Türkei. Da ging es damals um die Volksabstimmung in der Türkei. Und da waren bis zu 6.000 Türkinnen und Türken auf der Straße. Und auch damals ist es schon zu etwas gekommen, was inakzeptabel ist in Österreich. Auch damals gab es dann plötzlich Randale gegen kurdische Einrichtungen. Und das geht nicht. Das muss allen klar sein, die sich daran beteiligen. Wir werden das nicht zulassen. Das, was die Integrationsministerin festgestellt hat, ist in zweierlei Hinsicht wichtig. Die österreichische Rechtsordnung gilt für alle Menschen, die in Österreich leben. Und wir als Polizei, das Innenministerium, ist gefordert, für diese Sicherheit zu sorgen. Und wir haben natürlich eine große Herausforderung. Das ist vom polizeilichen Einsatz her enorm komplex, hier für Sicherheit und Ordnung zu sorgen. Wenn ich jetzt nur den Samstag hernehme, Wien ist eine Großstadt, das heißt, es gibt nicht nur eine Versammlung, sondern mehrere. Wir hatten auf der einen Seite die immer größer werdende Versammlung wieder mit der Demonstration von den kurdischen Vereinen etc. gemeinsam mit der antifaschistischen Organisation beim Ernst-Kirchweger-Haus. Und wir hatten darüber hinaus die Regenbogenparade am Ring und wir hatten eine Burschenschaft, die den Tag der offenen Tür sozusagen erklärt hat und ebenfalls im Sinne des Versammlungsrechts zu schützen war. Das heißt, die Polizei hatte drei Brennpunkte. Und das ist enorm komplex, das auch zu bewerkstelligen. Aber durch das Zusammenwirken, nicht nur der großen Erfahrung geschuldet, einerseits der Landespolizeidirektion Wien, die hier einen ganz starken Kenntnisstand hat, wie mit großen Veranstaltungen, auch mehreren gleichzeitig parallel auf ihn umzugehen ist und auch durch das Zusammenwirken der anderen Landespolizeidirektionen, ist es dann möglich, diesen Schutz der Versammlungen in der jeweiligen Form zu gewährleisten. Aber die Komplexität, die wird nicht weniger. Und das heißt, es wird damit vorher gemeint, wir müssen uns polizeitaktisch genau darauf einstellen und dazu warten. Herr Vizepräsident. Vielen Dank. Zum Organisierungsgrad und der Schnelligkeit der Mobilisierung, das lässt sich natürlich sehr schwer einschätzen. Das ist natürlich jetzt dank der modernen Medien ja nicht wirklich so ein großes Kunststück. Ungeachtet dessen stellen wir fest, dass es in dieser Menge und in dieser Raschheit bis jetzt ein Phänomen für uns ist, das uns so noch nicht oft begegnet ist. Und wir werden uns auch darauf einstellen müssen in Zukunft. Wir gehen davon aus, wir haben es gesehen in den letzten Tagen, dass jedenfalls ein harter Kern von ein paar hundert Jugendlichen und jungen Menschen möglichst rasch und kurzfristig irgendwohin beordert werden können und die dann auch bereit sind, entsprechend das zu tun, was sie sich vorher vielleicht schon ausgemacht haben. Bundeskanzler hat mich am Wochenende beauftragt, die Dokumentationsstelle so rasch als möglich einzurichten. Das werde ich nun tun. Klar ist bisher, es wird eine unabhängige, aber staatlich legitimierte Stelle, ein Fonds der Republik werden. Klar ist auch, es braucht, wenn man so will, eine operative Einheit mit Fachexpertinnen und Experten aus den unterschiedlichen Bereichen, die auch die Sprache der Herkunftscommunities beherrschen. Und es braucht aber auch
eine wissenschaftliche Expertise, also einen wissenschaftlichen Beirat. Und so glaube ich, dass eine Kombination aus einer operativen Einheit und auch einer wissenschaftlichen Begleitung der richtige Weg für diese Dokumentationsstelle ist. Noch eine Frage, die APA, bitte. Ich habe noch eine Frage an den Minister. Und zwar der Landeshauptmann Doskozil lässt Ihnen heute über eine Zeitung ausrichten, dass er die Grenzschutzübung im Burgenland boykottieren wird und dass Sie nur Showpolitik betreiben und keine Gespräche mit ihm führen. Inhaltlich, jetzt wollte ich fragen, was Sie dem entgegensetzen. Genau das, was wir tun. Wir bereiten uns auf die nächste Herausforderung vor, das ist die Migrationskrise. Daher sind jetzt alle, die daran beteiligt sind, aufgefordert, sich ausreichend vorzubereiten. Deswegen auch die Grenzschutzübung. Wir sind im engen Austausch auch mit unserem ungarischen Nachbarn, um hier gemeinsam wirken zu können. Auch da ist es wichtig, dass die Polizeikräfte über die Grenzen hinweg miteinander kooperieren. Es braucht dieses eingespielte Arbeiten zwischen Bundesheer, Polizei und auch der guten Nachbarschaft zu Ungarn, um hier rasch auch reagieren zu können und wieder neue Erkenntnisse zu gewinnen. Einerseits, wie ist die Einsatzbereitschaft? Zweitens, funktionieren alle taktischen Maßnahmen, die wir uns vorgesetzt haben? Und drittens, sind wir in der Lage, auch auf neue, flexible Herausforderungen auch dementsprechend flexibel zu reagieren? Genau das ist das Ziel der Übung. Und Sie wissen, ich habe einen militärischen Hintergrund und es ist hier geboten, um im Einsatz rasch, entschlossen und vor allem auch effizient reagieren zu können, braucht es vorher immer das ausreichende Üben, das Koordinieren aller entscheidenden Stellen. Genau das führen wir durch und ist genau, wenn man sich die Situation anschaut, wie sie sich derzeit am Westbalkan entwickelt, auch ein Gebot der Stunde. Gibt es weitere Fragen? Frau Reichmann, bitte. Es war jetzt schon viel die Rede davon, wer hinter diesen Eskalationen steckt. Die Rede ist immer wieder von den sogenannten Grauen Wölfen. Sie haben jetzt vorher schon gesagt, einige hundert Personen sind mobilisierbar. Sind das Personen, die zu den Grauen Wölfen gehören? Oder wie groß quantifizieren Sie diese Gruppe in Österreich? Da gehe ich nochmal auf das zurück, was ich vorher erwähnt habe. Da muss man jetzt sehr vorsichtig sein und auch da laufen jetzt die Ermittlungen des Verfassungsschutzes genauso wie des Landesverfassungsschutzes. Die Provokationen, die wir gesehen haben mit dem Wolfsgruß gegenüber der Ethnie der Kurden, die dann sozusagen sofort spontan darauf reagieren, weil das für die absolut inakzeptabel ist in ihrem Verhalten, genauso wie auf der anderen Seite, wie wir schon gehört haben, es von den türkischen Demonstranten oder gegen Veranstaltungsteilnehmern inakzeptabel ist, wenn sie nur irgendeine Form von Sympathie mit der PKK sehen. Da muss man ganz genau hinschauen, ist das jetzt nur ein Mittel zur Provokation und hat mit der Struktur dahinter der Grauen Wölfe gar nichts zu tun? Oder sind die Grauen Wölfe tatsächlich als Organisationseinheit? Das wäre dann wirklich eine Veränderung im Vergleich zu dem auch vorher zitierten Verfassungserkenntnissen, Verfassungsschutzerkenntnissen. Genau das wird jetzt geprüft. Aber es sind ja nicht nur die Grauen Wölfe. Es ist genau das, was die Integrationsministerin gesagt hat. Wir prüfen sehr genau, welche Vereine wo, wie mobilisieren. Und vor allem die wichtigste aller Fragen, unter welchem Auftrag. Weil genau das wäre inakzeptabel, wenn sich herausstellt, dass türkische Vereine auf Befehl sozusagen von Ankara in Österreich Destabilisierung erzeugen. Das werden wir unter keinen Umständen zulassen. Und die Aufklärungsarbeit des Verfassungsschutzes richtet sich genau danach. Wir werden es nicht zulassen, dass eine andere Nation dafür Sorge trägt, Österreich in irgendeiner Form zu destabilisieren. Das gilt es jetzt zu prüfen, da gilt es Nachschau zu halten und deswegen braucht es dieses vereinte Wirken zwischen Integrationsministerium und dem Innenministerium und natürlich der Polizei vor Ort in all ihren Ausprägungen der Spezialeinheiten, um genau das sicherzustellen, erstens einen Erkenntnisgrad zu haben, der dann auch wiederum zum politischen Handeln ausreichend Grundlage verschafft und drittens eben, und das ist mir das wichtigste Anliegen, deswegen sind wir beide gemeinsam da, klarzustellen, dass die Demokratische Republik Österreich bis zur letzten konsequent bereit ist, die Verfassung und die Rechtsstaatlichkeit zu schützen und zu verteidigen. Letzte Frage, Ö24. Ich möchte gleich an das anschließen, was Sie gesagt haben. Sie haben ja gemeint, Kräfte aus dem Ausland. Gibt es da schon irgendwelche Hinweise, wie diese Vereine heißen? Oder ist vielleicht sogar der türkische Präsident da involviert? Haben Sie da schon diesbezügliche Hinweise? Und an den Herrn Innenminister die Frage, wie hoch ist denn der finanzielle Schaden? Man hat gelesen von 1 Million Euro. Können Sie das so bestätigen oder ist der Schaden höher?
Also es ist genau wichtig, dass wir jetzt beide Kräfte vereinen, auch um Ihre Frage langfristig beantworten zu können, nämlich es gibt sicherheitspolizeilich relevante Aktivitäten von Vereinen, die insbesondere auch der Verfassungsschutz sich genauer ansehen wird, und dann gibt es aber sozusagen problematische Milieus, wo eben in Form von Parallelgesellschaften auch in diesen Vereinen problematische Ideologien weitergetragen werden, wo sozusagen der Nährboden für Extremismus und später auch für sicherheitspolizeilich relevante gewalttätige Aktivitäten generiert wird. Und das wird die Aufgabe auch sein, dieser Dokumentationsstelle für den politischen Islam, diese Vorfeldarbeit auch zu leisten, genau hinzusehen in diesen Vereinen, in den Bildungseinrichtungen, auch in den sozialen Medien, im Internet. Wo gibt es hier Einfluss aus dem Ausland? Wo werden hier problematische Ideologien verbreitet? Ideologien, die sicherheitspolizeilich gefährlich sind, aber auch integrationsfeindlich. Denn eines ist klar, wenn hier Vereine aus dem Ausland gesteuert werden und die Verbundenheit von Jugendlichen, die in zweiter, dritter Generation hier in Österreich sind, einfach stärken und zum Ziel haben, diese Verbundenheit aufrechtzuerhalten, dann ist das einmal in erster Linie eines, nämlich integrationsfeindlich, und in zweiter Linie dann, und das haben wir am Wochenende gesehen, eben auch sicherheitspolizeilich relevant. Zu den Fragen, zu den Kosten, lassen Sie mich eines feststellen. Demokratie heißt immer auch, dass Versammlungen immer möglich sein müssen. Das ist eines der wichtigsten Grund- und Freiheitsrechte. Und das wird immer auch Geld kosten. Und gleichzeitig steht fest, solche Einsätze, die ja weit über das normale Maß des Versammlungsrechts hinausgehen, natürlich auch intensiv in den Kosten aufschlagen. Das sind dann nicht nur 1 Million, sondern mehrere, die dafür aufgewendet werden müssen. Aber ich sehe das hier sehr geteilt. Das Versammlungsrecht gehört zu den wichtigsten Grund- und Freiheitsrechten. Und einer der Grundaufträge der Polizei lautet, dass Grund- und Freiheitsrechte geschützt werden sollen und müssen. Das heißt, es ist eine Normalität, dass die Versammlungen sich bei uns im Budget natürlich niederschlagen. Das, wogegen wir vorgehen, ist, wenn dieses Versammlungsrecht missbraucht wird und wenn es zu Gewaltakten kommt, so wie wir sie gesehen haben, weil das hat dann mit dem Grundgedanken der Verfassung nichts mehr zu tun. Da heißt es, schnell und klar und konsequent einzuschreiten, so wie es auch die Polizei getan hat. Wenn es keine Fragen mehr gibt, bedanke ich mich herzlich fürs Kommen. Schönen Tag noch. Wiedersehen. Vielen Dank. Vielen Dank.